Frankreich 1632. Nach der blutigen Unterdrückung des Adels bei Lingua d'Oca ist das Feuer der Rebellion gegen Kardinal Richelieu, dem ersten Minister Ludwigs des 13., noch nicht erloschen. Im Gegenteil. Wir haben 40 abgezählt. Und 40 sollen wir sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ich komme zur Sache. Zuerst muss ich euch sagen, dass König Ludwig erneut die Begnadigung von Montmorency, Marillac und den anderen Kameraden, die bei Lingua d'Oca gefangen wurden, abgelehnt hat. Ich frage euch, meine Freunde, sollen wir warten, bis Richelieu sie ermorden wird? Oder setzen wir Gaston von Orléans auf den Thron von Frankreich und retten so unser Land vor diesem verbrecherischen Kardinal? Wir sind also alle einer Meinung. Der Herzog von Savignac spricht für Maria von Medici, die Mutter des Königs, die zurzeit in Holland ist. Er bringt euch eine wichtige Nachricht von ihr. Ich soll euch mitteilen, dass Ihre königliche Hoheit, die Königin Mutter, Frankreich besetzen will. Belgische und holländische Söldner sind rekrutiert und warten nur auf den Einsatz. Wir haben nur noch ein Problem. Wir brauchen mehr Geld. Wir haben doch bezahlt. 12 Millionen in Gold. Wir brauchen 10 Millionen mehr. Das ist unmöglich. Ich gab, was ich konnte. Macht kostet nun einmal Geld. Wer sich einen neuen König leisten will, der muss auch etwas dafür ausgeben. Ihr bekommt das Geld, Savignac. Ich brauche es in den nächsten Tagen. Die Münze! Tag. Jemand hat mich niedergeschlagen! Man hat mir die Münze gestohlen! Jemand, der in diesem Raum sein muss! Ihr da! Mit der Kapuze! Was ist denn? Nehmt sie an! Dass wir wegkommen. Ich will sie beide lebend. Wir werden schon mit ihnen fertig. Ja.
Durch die Tür, schnell! Sie ist zu. Außen herum. Im Namen des Königs. Des Königs? Wir müssen ihm helfen. Nun flieg mal schön! War der Mann verwundet? Er hat geblutet. Schwer? Wie kann ich das wissen? Er hat mir seine Wunden nicht gezeigt. Eure Nichte hat wohl eine Belehrung nötig. Die bekommt sie. Zur rechten Zeit. So ein Schwein. Hütet eure Zunge. Auch wenn ihr recht habt. Nein, nicht jetzt. Wenn sie zurückkämen. Er ist über die Gartenmauer gesprungen. Dann ist er uns entkommen. In einer der verwinkelten Gassen. Ich habe sein Gesicht schon irgendwo gesehen. D'Artagnan! Des Königs Musketier? Ja. Er wird sofort zum König gehen. Ja. Aber der wird Beweise haben wollen. Er wird nicht gegen seine eigene Mutter und seinen Bruder vorgehen, ohne Beweise zu haben, die ihn vor der Geschichte rechtfertigen. Wir können das noch schaffen, wenn wir sofort handeln. Dennoch ist es sehr schlecht, dass dieser D'Artagnan nicht tot ist. Er ist verwundet. Vielleicht ist er schon tot. Ja. Wer seid ihr? Endlich öffnet ihr eure Augen. Da bin ich aber froh. Wo bin ich? In meinem Haus. Oh, wie kam ich her? Draußen fand ein großer Kampf statt. Charlotte und ich hörten Stimmen. Wir öffneten die Tür und ihr fielt rein. Oh, Porthos. Wo ist er? Porthos? Wer ist Porthos? Ein stattlicher Mann. Wir kämpften gemeinsam. Ihr wart der Einzige, den wir sahen. Ich muss ihn finden. Ihr könnt ihn jetzt nicht finden. Der Kampf war schon vor ein paar Tagen. Schon vor ein paar Tagen? Ja. Wir dachten schon, ihr würdet sterben. Ihr hattet hohes Fieber und hohen Blutverlust dazu. Aber jetzt, glaube ich, seid ihr bald wieder gesund. Verdanke ich euch meine Rettung? Und Charlotte. Aber warum tatet ihr das alles? Ich hätte ein Feind sein können, ein Verbrecher oder sowas. Ihr sagtet, im Namen des Königs. Oh, der König bedeutet viel für euch? Mein Vater starb für den König. Wie ist euer Name? Diana von Montserrat. Es gibt noch einen anderen Montserrat. Meinen Onkel. Und ich hasse ihn. Aber warum denn? Mein Vater starb vor Lingua Doca. Und sein Bruder, mein Onkel, kämpfte auf der anderen Seite gegen meinen Vater. Und den König. Heiße Suppe! Ich frage mich eigentlich schon seit langem, warum Diana diesen grässlichen Onkel erträgt. Ihr müsst ihn wieder Komm, so bald ihr... Schnattere nicht so, Charlotte. Und lass Monsieur D'Artagnan in Ruhe seine Suppe trinken. Woher wisst ihr meinen Namen? Mein Onkel sprach von euch. Trinkt jetzt eure Suppe. Und entschlaft ihr ein bisschen. Später dürft ihr dann vielleicht ein wenig mit uns plaudern. Ich werde gern eure Anordnungen befolgen. Weil ihr wisst, sie sind nur zu eurem Besten. Ach, was kann man sich nur mehr wünschen? Ein herrliches Essen mit wunderbaren Frauen zur Gesellschaft. Und eine Verwundung, die einem neue Kämpfe erspart. Weil wir davon reden, dürfen wir erfahren, wie ihr sie bekamt?
Und wodurch? Aber ja, natürlich. Eines Morgens, vor ein paar Wochen, rief man mich dringend in das Privatkabinett von Kardinal Richelieu. Wir wissen auch, dass Sie planen, Calais anzugreifen und Saint-Quentin, um es für Spanien zu annektieren. Aber Euer Eminenz, das würde doch eine gefährliche Situation bedeuten, mitten im Herzen Frankreichs. Es ist Hochverrat und richtet sich nicht nur gegen den Thron, sondern gegen ganz Frankreich. Und Seine Majestät weiß davon? Ja. Warum lässt er dann die Verräter nicht verhaften und sie alle ins Gefängnis werfen? Der König will Beweise und wir haben sie ihm bisher nicht erbringen können. Oh, und warum nicht? Vernon. Sie verschwinden so schnell wie Ratten in einem Feld und unsere Informanten waren bisher immer zu spät. Eure Leute waren immer zu spät. Auch früher schon, als wir uns noch mit Hass verfolgt haben. Ich hasse euch noch wegen des Todes von Jussac. Ich gebe euch Genugtuung, wann immer ihr sie wünscht. Genug damit! Was vorbei ist, ist vorbei. Kümmern wir uns um die Gegenwart. Und da haben wir genug Probleme. Der König verlangt Beweise. Außerdem ist er davon überzeugt, dass nur ihr in der Lage seid, ihm die Beweise zu bringen. In seiner Majestät Namen und für das Wohl Frankreichs nehmt ihr die Mission an. Ich bin euch nicht ergeben, Euer Eminenz. Wenn man sich vielleicht nur eurer Würde entledigen wollen, wäre ich möglicherweise dabei. Aber der König ist etwas anderes. Ich werde tun, was ich kann, im Namen des Königs. Bringt mir die drei Anführer dieser Verschwörung. Und wenn ich sie euch nicht selber bringen kann, werde ich sie euch schicken. Wie werde ich sie denn erkennen? Sie werden ein X auf der Stirn tragen. Ein X? Was? Ich habe einen bestimmten Hieb gelernt, als ich noch Kadett war. Dummes Zeug, als ob man eine Stirn kennzeichnen könnte wie einen Tisch. Ich wette, ihr trauriger Sprücheklopfer erstickt in eurem eigenen Blut, wenn ihr dabei nur halbwegs so einen Gegner habt, wie ich es sein würde. Na dann zeigt doch mal. Mit Erlaubnis, Euer Eminenz. Ich gestatte keine Duelle. Als Experiment bitte, nur ein Experiment. Nun, ich glaube, man könnte sagen, ein Experiment. Bitte, meine Herren. Ich konnte diese Mission nicht allein ausführen und dachte deshalb an meinen alten Freund und Waffenbruder Porthos. Portos, du Idiot, bist du verrückt? Empfängt man so einen alten Freund, hä? Du musst mal geölt werden. Du bist schon etwas eingerostet. Und ich dachte, du schläfst. Nur meine eine Hälfte. Die andere war noch wach. Nicht schlecht, aber von jetzt an müssen beide Hälften wach bleiben, wenn du am Leben bleiben willst. Wer will mich denn umbringen? Das Königs. Warum? Du stellst viel zu viele Fragen. Wir haben eine Menge zu tun. Zuerst müssen wir sehen, wo kriegen wir Dienerkleidung für dich her. Für wen? Für dich, mein Freund. Ich möchte, dass Nicht für mich. Nicht dazu. Portos, du bist zu elegant. Wenn du durch die Straßen gehst, starren dich die Leute an. Deine Eleganz erweckt zu viel Aufmerksamkeit. Stimmt. Aber du kriegst mich nun einmal nicht in Dienerkleidung. Außerdem habe ich mich doch längst zurückgezogen. Ich bin reich, glücklich
und friedlich. Ohne Zweifel der bestaussehende Diener von ganz Frankreich. Die Stubenmädchen werden ganz verrückt. Du wirst in die Geschichte eingehen als schönster Diener aller Zeiten. Na? Interessant. Wohin gehen wir? In eine Kirche. Schnüffeln. Und kam hierher. Wobei ich Porthos verloren habe. Er muss wunderbar sein. Ich hoffe, er ist nicht tot. Er wird doch nicht tot sein. Oh nein, 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 der ist nicht so leicht umzubringen. Darf ich euch um einen Gefallen bitten? Jeden. Ich muss unbedingt den Kardinal benachrichtigen von allem, was passiert ist. Charlotte kann ihm eine Nachricht bringen. Mhm. Ja gut, ich gebe ihr ein Papier mit dem sie sofort vorgelassen wird. Und schreibt dem Kardinal von mir, dass ich alles tun werde, um Beweise gegen meinen Onkel zu finden. Gut, danke. Oh. Oh. Papier und Feder, Charlotte. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, mein wertes, wunderschönes Fräulein. D'Artagnan schreibt, er sei in ein paar Tagen gesund. Ist er zu optimistisch? Er wird kräftiger mit jedem Schluck Suppe, Euer Eminenz. In ein paar Tagen ist er wieder auf den Beinen. Ich bedanke mich bei Diana von Montserrat für ihr Angebot. Sie hilft uns am besten, indem sie D'Artagnan nicht länger zurückhält als nötig. Das wär's, danke. Oh. Das sind keine Beweise. Der König von Frankreich braucht keine Beweise, um seine Feinde zu verurteilen. Er ist das Gesetz. Es sind zu viele. Meine eigene Mutter, mein Bruder. Eurer Majestät Mutter hat gegen euren Wunsch Frankreich verlassen. Sie ist jetzt in Holland, schmiedet Pläne gegen euch. Ach, ihr stellt Behauptungen auf, statt mir Tatsachen vorzulegen. Bringt mir Beweise. Zumindest so viel, dass ich damit mein Gewissen beruhigen kann. Bevor ich Montmorency und die anderen dem Tod überantworte, wie ihr das wollt. Ich möchte ein König sein, den die Geschichte nicht blutig nennt. Keine Angst, ich tue euch nichts. Ich brauche nur ein paar Informationen über einen guten Freund. Vor ein paar Nächten gab es hier eine Auseinandersetzung auf der Straße. Mein bester Freund fiel durch diese Tür. Bitte, ich beschwöre euch, wenn ihr was wisst, sagt mir um Himmels Willen, was passiert ist. Porthos? Aha. Als dein Onkel und Ratgeber ist es meine Pflicht, das Erbe deines Vaters so gut wie möglich anzulegen. Wenn mein Vater das gewollt hätte, hätte er euch und nicht mir das Geld anvertraut. Dein Vater war ein, Diana! Ich habe Porthos gefunden! Sei still und verschwinde sofort, Charlotte. Ich rede mit meinem Onkel. Oh. Geht! Ich wollte gerade sagen, dein Vater war ein Narr, der nicht an die Zukunft denken wollte. Er dachte an die Zukunft, die ihr und eure Freunde Frankreich bereiten würdet. Und starb dafür, sie abzuwenden. Diana, Politik ist Männersache.
Frauen sind zu gefühlvoll, um zu verstehen, was Macht bedeuten kann. Oh, vielleicht denkst du, ich möchte sie mir erschwindeln, deine 10 Millionen. Da irrst du. Sie sollen mir nur die Tür zur Macht öffnen, um an der Seite des neuen Königs entscheidend an ihr teilzuhaben. Vielleicht werde ich erster Minister. Ich zahle dir das Geld doppelt zurück. Zuzüglich vieler Privilegien. Ich mache aus dir die erste Dame Frankreichs. Das wäre eine schlechte Investition, mein Onkel. Mein Vater wäre bestimmt dagegen. Du weigerst dich also, mir zu sagen, wo das Gold versteckt ist? Ja, ich weigere mich. Ich betrachte deine Entscheidung nicht als endgültig. Du wirst Paris verlassen für eine Weile, um darüber nachzudenken. Ich weigere mich zu gehen. Ziehst du es denn vor, dass ich dich unter Bewachung wegschicke? Ihr wollt mich doch nicht zwingen. Ich mache einen neuen König, Diana. Das Spiel ist hoch und ich muss es gewinnen. Von nun an stehst du unter strenger Bewachung. Und du wirst abreisen. Innerhalb einer Stunde. Du bist meine Nichte, Diana. Von meinem Blut. Zwinge mich aber nicht zu härteren Maßnahmen. Diana. Diana. Porthos! Mich auch. Mich hat's ganz schön erwischt. Und wie ist das passiert? Sie waren einfach zu viele. Jedenfalls ließen sie mich liegen, weil ich mich totgestellt habe. Ah, gut. Also, das ist Porthos. Euer Diener. Ihr gebt mir meinen Mut wieder, Porthos. Mit all meinem Mut stehe ich euch zu Diensten, Madame. Oh, Porthos. Ihr seid wundervoll. Charlotte. Ja? Und ihr seid wunderschön. Oh. Genug Zeitverschwendung jetzt, Porthos. Wenn du nichts dagegen hast, wir müssen verschwinden, bevor Montserrands Leute kommen. Habt Vertrauen, Diana. Vertrauen und Mut. Einer von uns ist immer in eurer Nähe. Porthos? Hm? Komm schon, Porthos. Herrliche Pferde, was? Ich glaube, ich weiß, wer sich da für heute Nacht einquartiert hat. Wen verfolgen wir eigentlich jetzt? Frauen oder Rebellen? Das eine schließt das andere nicht aus. Schau, ich möchte doch gern wissen, was Montserrand hier eigentlich macht. Eine gute Frage. Besorg ein Seil. Ja. Euer Onkel ist ein Schwein. Mein Vater hat das schon vor vielen Jahren gesagt. Ja, nur ein Schwein ist ehrlich. Es frisst und frisst. Und zu welchem Zweck? Um geschlachtet und selbst gefressen zu werden. Er dagegen? Ja gut, los, mach schon. Los, rauf mit dir. Ich bin so glücklich, euch zu sehen. Alles für Frankreich.
Charlotte. Ja. Ihr seid hinreißend, Charlotte. Und ihr seid wirklich fabelhaft, Porthos? Porthos, das Seil. Ja. Zieh es rauf. Und leg es zusammen. Was müssen wir denn jetzt tun? Im Moment gar nichts. Nur prägt euch jeden Namen und jedes Gesicht an, das beim Montserrat auftaucht. Aber zu ihm kein Wort. Wer ist draußen? Violina, meine Damen. Oh, gib her. Lass mich das ich mache das schon euch. Selber. Danke. Oh. Wie ihr wollt. Oh. Hilft mir, das es sieht ist ja schwer. Köstlich aus. Mm. Wir werden wenigstens gut gefüttert. Unser letztes Abendessen. Fantastisch. Seid ihr hungrig? Immer. Ui, die Dame zuerst. Was machst du denn da? Das siehst du doch. Ich bohre ein Loch in die Tür. Ein Loch? Richtig, Porthos, ein Loch. Aber kein gewöhnliches Loch. Sondern ein Guckloch, um zu beobachten, wer über den Korridor geht. Ich glaube, wir werden heute Nacht interessante Leute sehen können. Bitte. Nichts. Nichts. Doch. Savignac und ein anderer Mann. Sie gehen in ein Zimmer. Männer bewachen den Korridor. Wie viele Männer? Zwei. Kein Problem. Geräusche sind das Problem. Dann keine Geräusche. Gehen wir. Auf mein Ehrenwort. Die Königin Mutter wird die 10 Millionen in Gold in wenigen Tagen haben. Schreibt ihr das in einem Brief, den Savignac mitnehmen kann? Wann reist ihr nach Holland, Savignac? Sobald ich den Brief habe. Sie kann die Söldner nicht losschicken, solange sie nicht in der Lage ist, sie zu bezahlen. Eine andere Frage. Werden die Hugenotten neutral bleiben? Ich habe Ihnen im Namen seiner Majestät Gaston von Orléans Religionsfreiheit versprochen. Aber verstehen wir uns recht, meine Herren. Ein solches Versprechen wie an diese hysterischen Protestanten ist doch nicht verbindlich. Nicht einmal für Gott. Alles in Ordnung? Alles. Was meinst du? Es lässt sich nicht gut an. Ja, verschwinden wir. Da kommen sie. Was ist denn geschehen? Wir müssen verschwinden. Wie? Durchs Fenster. Alle zusammen schaffen wir es nicht. Euch geschieht nichts, wenn sie uns nicht finden. Wir kommen schon raus. Wir sind nicht weit und kommen zurück.
Habt beides. Vertrauen und Mut. Seid vorsichtig. Porthos! Savignac. Ihr wisst, wer ich bin? Aha, nicht zu fassen. Savignac in der Uniform der Kardinalsgarde. Und außerdem bei Licht besehen in der falschen Uniform. Es sei denn, er hätte sich plötzlich dem Kardinal angeschlossen. Ich nehme an, ihr habt auch von ihm einen Pass persönlich unterzeichnet, damit ihr gut über die Grenze kommt. Aha, ausgezeichnet organisiert. Wollt ihr mich verhaften oder gleich umbringen? Ihr kommt offensichtlich gleich zur Sache, Savignac. Und das finde ich auch gut so. Ihr geht nicht nach Holland. Wer will mich hindern? Ich will. Bitte? Ihr sagt, ihr wollt mich daran hindern? Mhm. Und wenn ich euch für mein Passieren bezahle? Nein, Geld spielt keine Rolle. Aber ihr könnt euch den Weg freikämpfen. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr habt genauso wenig für Richelieu übrig wie ich. Ich habe noch weniger für Diebe übrig, die einen Thron stehlen, um sich zu bereichern. Ausgezeichnet.
bitte. Na los, hebt euren Degen auf. Schaff ihn in die nächste königliche Garnison. Die sollen ihn sofort nach Paris zu Richelieu bringen. Einschließlich des interessanten Briefes von Montserrat. Und wo willst du hin? Zuerst zum Gasthof. Ich darf Diane nicht so lange allein lassen. Mhm. Wir treffen uns dort. Sie sind abgereist. Wohin? Brascon. Savignac habe ich nach Paris bringen lassen. Wer ist der Nächste? Ich denke Montfort. Ich bin für Montserrat. Er ist eine Gefahr für Diane. Nicht, solange sie ihm nicht das Gold gegeben hat. Ich glaube, er würde sie sterben. Verlieren wir keine Zeit mit Gerede. Los! Ja! Dort, was? Na also, gut so. Als dann. Schaffst du's? Aber immer. Yeah.
Höher, mach schon! Ich hätte zu Hause bleiben sollen! Portos, was machst du denn? Für Frankreich. Ja. Ach, einmal nie wieder. Morgen habe ich frei. Ich auch. Wann bist du wieder eingeteilt? In 3 Tagen. Schon wieder? Ja. Hier rüber. Ich wusste, dass ihr kommt, ich wusste es. Wir ließen die Kerzen brennen und haben einen bunten Schal zum Fenster hinausgehängt, damit ihr uns besser finden könnt. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Wo ist Portos? Teufel mit der Politik. Wir sollten einfach weggehen. Komm. Deine Mission, Liebste, sie kommt zuerst. Unsere Liebe kommt danach. Wir würden es uns nie verzeihen, wenn unsere Liebe daran scheitern würde. Erst kommt deine Mission. Jetzt liebe ich dich umso mehr. Hat dein Onkel irgendetwas zu dir gesagt? Ich habe ihn nicht gesehen. Denn den ganzen Tag sind heute Männer in der Festung eingetroffen. Es findet sicher eine Versammlung statt. Vorsicht, jemand kommt die Treppe rauf. Mut, Diana.
draußen. Montserrat. Selbst der Name Montserrat klingt schmutzig aus eurem Munde. Dagegen ist nur ein einziges Wort in deinem Vokabular, das nicht schmutzig klingt. Ich werde nie Ja sagen. Versteh mich recht, Diana. Ich möchte dir keinen Schmerz zufügen, um an das Geld zu kommen. Aber ich bin ehrgeizig. Und wenn ich über deine Leiche gehen muss, um an die Macht zu gelangen, werde ich es ohne Zweifel tun. Und das ohne schlechtes Gewissen. Ja, so wie ihr über die Leiche meines Vaters gegangen seid. Oh. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Es ist jetzt keine Zeit. Ja, aber er hat sie geschlagen. Ich weiß. Und er wird dafür bezahlen. Hundertfach sogar. Und jetzt, wo ist die Versammlung? Folge mir. Savignac ist unterwegs nach Holland zur Königin Mutter. Ein großes Heer ist bereits versammelt vor Lingua Doca. Es wartet auf den Befehl zum Angriff. Unsere Leute in Paris werden den Kardinalspalast angreifen. Das wird das Signal für die Erhebung in allen Provinzen sein. Sind denn die Bauern auf unserer Seite? Die Bauern folgen all denen, die ihnen ein besseres Leben versprechen. Sie glauben an Gott, Träume, Versprechungen, Worte. Vor allem immer des Mannes, der verspricht, die Leibeigenen und die Steuern abzuschaffen. Sie hoffen, dass Gaston von Orléans das für sie tun wird. Und deshalb glauben sie an ihn. Sie vertrauen ihm und werden freudig für ihn sterben. Wie Schafe. Wie sieht es mit dem Geld aus? Der Herzog von Montserrat muss das beantworten. Alles Nötige ist bereits veranlasst. Ich versichere euch, dass das Geld zur rechten Zeit verfügbar ist. Da ist jemand hinter dem Wand, Herr Bischof! Zurück in eure Zimmer, beeilt euch, schnell! Würdet ihr mir bitte folgen? Bitte. Ich kriege einen steifen Hals. Besser als ins Gras beißen. Kennt ihr diesen Mann? Ich habe sie noch nie gesehen. Noch ein Wort und du wirst deine Stimme für immer verlieren. Wisst ihr nicht, dass das D'Artagnan ist? Ich habe ihn noch nie gesehen. Und ihr? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ihr beiden lügt. Ich stelle euch eine andere Frage. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Wie viel wissen die beiden? Ihr lasst mir keine Wahl. Montfort. Er wird es uns bald sagen, mein Freund. Ein schöner Körper. Wie gemacht, um von einem liebenden Mann bewundert zu werden. Aber nicht deshalb. Oder wegen weiterer 100 Narben, verteilt auf dem ganzen Körper und vor allem dem zarten Gesicht. Halt! Ich sage euch, was ich weiß. Ich wusste doch, dass er redet. Die Neutralität der Hugenotten verdankt ihr falschen Versprechungen. Ihr habt die Bauern belogen. Jeder mit Sinn für höhere Politik weiß das. Drückt euch präzise aus. Die Königin Mutter ist in Holland und wartet auf 10 Millionen in Gold von Montserrat. Sobald es eingetroffen ist, kann sie die Söldner bezahlen. Los, weiter. Was dann? Savignac ist auf dem Weg zur Königin Mutter mit einem Brief von Montserrat. Richtig. Nicht richtig. Warum sagt ihr nicht richtig? Weil Savignac nicht nach Holland ging. Wohin ist er dann? Nach Paris, wo er jetzt unter dem persönlichen Schutz des Kardinals steht. Das kann ich euch nicht glauben. Alles, was ich über euch weiß, weiß ich nur von Savignac. Das ist unmöglich. Er nannte euch Narren und sagte, er glaube nicht mehr an die verlorene Sache.
Du lügst! Porthos, halte sie auf! Savignac lief zum Kardinal über. Gezwungen oder freiwillig? Warum findet ihr das nicht selber raus, hä? Und jetzt! Ja! Flieh durch den Gang hinter dem Bild, da führt eine Treppe runter auf den Hof. Nein. Beeil dich, Porthos. Ich bin immer noch Diana von Montserrat. Danke. Lass mich los! Wo ist er? Dort runter. Wachen! Lasst sofort das Gitter runter. Eure Stirn. Er hätte mich töten können, statt meine Stirn zu zeichnen. Ein Zeichen? Warum nur ein Zeichen? Jeden von euch für ihre beiden Leichen! Wagen kommen uns gerade recht, was? Ja.
Was ist wohl mit Charlotte und Diana? Die sind in ernster Gefahr. Montserrat wird alles tun, um an das Gold zu kommen. Ich glaube nicht, dass er Diana wirklich etwas tut. Nach allem, was geschehen ist, ich weiß nicht. Kann sein, aber wir können jetzt nicht zurück. Montfort wird nach Paris reiten, um sich Gewissheit über Savignac zu verschaffen. Ich muss Richelieu sprechen, bevor Montfort es tut. Ist gut. Männer von uns bewachen die Tore von Paris Tag und Nacht. Sie können nicht durchkommen. So wie man die beiden erkennt, wird man sie töten. Wie können wir sicher sein, dass man sie erkennt? Mit ein bisschen Glück. Darauf sollten wir uns nicht verlassen. Das ist zu riskant. Wer weiß, ob die Geschichte mit Savignac wirklich stimmt. Er sagte, findet das doch selber raus. Ja. Und genau das werdet ihr jetzt tun. Aber falls D'Artagnan... Ihr geht nach Paris mit Gaston von Orléans Größen an den König. Ihr sagt ihm, Gaston sei krank und müsse eine weite, längere Genesungsreise antreten. Sagt ihm, wenn er Montmorency und den anderen Gnade widerfahren lässt, es zwischen ihm und Gaston für immer Frieden gäbe. Und ihr erwartet, dass er das glaubt? Das ist, was er glauben möchte. Und es wird ein paar Tage dauern, bis Richelieu es ihm wieder ausreden kann. In der Zwischenzeit greifen wir an. Gaston von Orléans bittet euch mich um Gnade für Montmorency und die anderen. Dann wird Friede sein zwischen eurer Majestät und ihm. Wenn ich ihm nur glauben könnte. Er ist krank, euer Majestät. Er würde selber kommen, wenn er es könnte. Wo ist er denn? In seinem Jagdhaus, krank geworden durch die Verleumdungen seiner Feinde. Keiner von uns kann verleumderische Gerüchte verhindern. Zum Beispiel geht das Gerücht um, dass eine Revolte, die euer Bruder angezettelt hat, bevorsteht. Und nur noch von einer Sache abhängt. Von was denn? Die Gerüchte sagen von 10 Millionen in Gold, um belgische und flämische Söldner entlohnen zu können, die Frankreich besetzen sollen. Und eure Eminenz glauben diesen Gerüchten? Nicht ohne Beweise. Ihr habt also keine Beweise? Seid ihr nicht deshalb hergekommen, um das herauszufinden? Ich kam als loyaler Diener meines Königs, geschickt von meines Königs Bruder. Was habt ihr da auf eurer Stirn? Ein kleiner Unfall. Ich bin geritten und habe einen niedrigen Zweig vor mir übersehen. Das tut mir aber leid. Vielleicht achtet ihr nicht, wo ihr hinreitet. Oder vielleicht ist es von einem Duell, obwohl ihr wisst, dass Duelle verboten sind. Oder von etwas noch Ungesetzlicherem. Von einem Komplott gegen den König? Nehmt eure Binde runter. Runter damit! Montserrat wird nicht davonkommen mit zwei kleinen Streichen. Savignac, jetzt Montfort. Beide mit Montmorency und den anderen in der Bastille. Es ist wahr, wir wissen es. Ja, ich bin jetzt am nächsten zu Gaston von Orléans. Ich werde die rechte Hand des neuen Königs sein. Deshalb muss ich jetzt handeln. Eure Revolte ist vorbei. Sie hat noch gar nicht begonnen. Aber sie wird, sobald ich dein Geld habe. Ihr werdet es nie haben. Ich habe keine Geduld mehr mit dir. Die Zeit läuft mir davon. Wenn ich
jetzt nicht schnell handle, verliere ich meine letzte Chance zu siegen. Du kannst das nicht von mir erwarten, Diana. Du kannst das nicht erwarten! Ich werde euch nicht sagen, wo das Gold ist. Erst gesagt, nachdem man ihr die linke Hand gebrochen hatte. Wir werden nicht mehr länger warten. Wir werden Truppen nach Brascon schicken. Aber meine Mission ist noch nicht beendet. Ich gebe euch eure Revanche, D'Artagnan. Ihr seid Befehlshaber der Truppen. Aber wenn wir kommen, wird niemand mehr da sein. Warum nicht? Weil das Gold hier in Paris ist. Im Kloster der Schwestern von Saint-Germain. Montserrat wird kommen, es zu holen. Und ich möchte ihn empfangen auf meine Weise. Ich werde das Kloster von Saint-Germain bewachen lassen. Ich werde dort sein und warten. Riskiert doch nicht den Erfolg eurer Mission, indem ihr unüberlegt gegen Montserrat vorgeht. Das Gold wird euch zu den anderen führen, denn ich will alle. Jeden einzelnen von ihnen. Wie ihr befehlt, Euer Eminenz. Ihr verteilt Wachen an allen Toren und im Garten des Klosters von Saint-Germain. Ja, Monsieur. Weiter. Fahrt zu. Er wird mir nie verzeihen. Niemals. Er wird mich hassen wegen meiner Feigheit. Nein, wie kannst du so etwas denken? Er wird deinen Onkel dafür bestrafen. Jetzt muss ich aber deinen Verband wechseln. Zum Palast.
Hat sich jemand dem Palast genähert? Nein, Monsieur. Es war völlig ruhig. Wo warst du denn? Auf Goldjagd. Was um Himmels Willen machst du denn da drin? Steht vielleicht irgendwo, dass ich rumstehen muss, während ich warte, dass was passiert? Ist ja gut. Sind unsere beiden da drin? Ja, und Charlotte hat schon die Hintertür für uns geöffnet. Oh, fein. Hey, warte auf mich! Ich gehe allein. Du hältst hier Wache. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin, trommelst du die Musketiere zusammen. Wird gemacht. Keine Sorge. Ich bin nicht sehr tapfer gewesen, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Nein, du bist sogar sehr tapfer gewesen, Diana. Ich hätte dich rechtzeitig hier rausholen müssen. Aber ich konnte nicht ahnen, dass die Macht ihn wahnsinnig machen würde. Der Wahnsinnige hat das Gold. Und was jetzt? Da ist etwas, was ich nicht verstehe. Warum hat er das Gold hierher gebracht? Ich weiß nicht. Diana, wie gut kennst du den Palast? Ich bin seit meiner Kindheit hier. Ich kenne sogar alle seine Geheimgänge. Geheimgänge? Mein Großvater hat nämlich diesen Palast gebaut. Und er wollte für den Fall von Streitigkeiten... Wohin führen Sie? Wohin führen die Geheimgänge? Es gibt zwei Gänge, die nach draußen führen. Einer davon führt zum Fluss. Zum Der Fluss? Andere... Warum zum Fluss? Die Sache ist die, dass mein Großvater immer ein kleines Boot am Fluss bereitlegen ließ. Ah, natürlich. Deshalb brachte man das Gold hierher. Diana... Glaubst du, du könntest einen Plan der Gänge zeichnen? Ich glaube schon. Wir sind hier. Und hier ist eine Treppe. Und links ist ein Porträt meines Vaters.
Mir wird allmählich kalt hier drin. Dir wird bald heiß werden. Tut sich was? Ja. Geh zu Richelieu. Sag ihm, wir können alle heute Abend hier verhaften. Er soll 2 Kompanien Musketiere sofort hierher schicken. Eine soll den Palast von außen umzingeln. Die andere soll in ihn eindringen und ihn besetzen. Hier. Ich zeige es dir. Hier ist eine Tür. Und hier eine. Und hier ist noch eine an der Flussseite. Wir treffen uns heute Nacht hier zum Beraten und zum Handeln. Das ist unser letztes Treffen an geheimen Orten. In genau einer Woche werden wir alle offen durch die Straßen gehen, als Herren von Frankreich. Es ist wahr, wir verloren Montfort und Savignac. Aber wir verloren nicht unsere Revolution. Und deshalb gehen wir vor nach Plan. Schritt für Schritt. Bis dieser wankelmütige König und sein verfluchter Kardinal, dieser herrschsüchtige, verdammte Priester... Ich muss mich beeilen, Euer Eminenz. D'Artagnan ist allein. Gott schütze euch. Weiter. Es lebe Gaston von Orléans und Frankreich. Große Worte, Monsieur. Große Worte sind billig. Aber wo ist das versprochene Geld? In dieser Truhe, meine Herren. 10 Millionen in Gold. Wartet einen Moment. Ich werde mein Geld doch nicht umsonst ausgeben. Schwört mir, dass ihr an meiner Seite seid und das Geld geht noch heute Nacht nach Holland. Nieder mit Ludwig! Nieder mit Ludwig! Nieder mit Richelieu! Nieder mit Richelieu! Es lebe Gaston von Orléans! Es lebe Gaston von Orléans! Gut. Ich schicke das Geld heute Nacht und in einer Woche werden wir angreifen. Wir haben tatsächlich lange auf diesen Augenblick warten müssen. Aber endlich wird unsere Geduld belohnt. Die Versammlung ist beendet. Montserrat! D'Artagnan! Hier rauf! Ihr auf! Packt ihn von hinten!
den ich will. Verschwindet! Platz da! D'Artagnan, befehlt euren Leuten, sich nicht zu bewegen, bis wir beide sicher draußen sind. Ich werde mit einer Armee aus Belgien und Holland zurückkommen. Aus Linguadoca und ganz Frankreich. Wir werden euch vernichten, euren König und diesen Richelieu. Da! Ihr werdet nicht zurückkommen, Montserrat. Euer Weg zum Ruhm ist zu Ende. Unbegrenzt sind die Waffen des Herrn. Und manchmal entzieht er sie unserer Erkenntnis.
Ihr habt großes Glück gehabt, mein Kind. Reich an Liebe, reich an Geld. Möge eure Liebe größer sein als der Wert des Geldes. Das Geld bekommt ihr natürlich zurück. Abzüglich eines gewissen Betrages für weniger Glückliche. Arme ohne Geld und Liebe. Gott beschütze euch beide. Charlotte, du bist